Wer hätte das gedacht? Die Beat'em-ups sind nicht tot zu kriegen. Immer wieder müssen Fans dieses Genres krisenhafte Zeiten überstehen. Doch das letzte Jahr gehörte erfreulicherweise nicht dazu. Schließlich sind eine Handvoll richtig guter Klopper auf den Markt gekommen. Nun haben wir also den fünften Teil der Soul Calibur-Reihe vor uns. Den sechsten, wenn wir Broken Destiny für die PSP dazu zählen. Beginnen wollen wir mit dem Intro. Gezeigt wird der ewige Kampf Gut gegen Böse, ausgetragen zwischen Siegfried, dem Träger des guten Soul Calibur, gegen Nightmare, der das böse Äquivalent Soul Edge trägt. Beide Charaktere dürften Fans der Reihe hinlänglich bekannt sein. Fast 3 Minuten lang wird ein episch inszenierter Zweikampf gezeigt, voll greller Lichteffekte, bei denen ich Angst habe, einen epileptischen Anfall zu bekommen. Anyway, mit Lichteffekten hat man bei Soul Calibur eh nie gegeizt. Die Story spielt 17 Jahre nach dem Ende des vierten Teils und auch wenn das Intro etwas anderes suggeriert, Siegfried und Nightmare sind diesmal bloße Nebenfiguren. Im Storyfokus liegen die neuen Charaktere Patroklos, ein nicht gerade cooler, aber dafür ziemlich spielstarker Fighter, und seine zu Anfangs entführte Schwester Pyrrha. Wer mehr zum Story-Modus erfahren möchte, lese dazu den Review-Artikel auf ingame.de. Der metrosexuelle Lockenkopf, welcher wirkt, als wäre er aus irgendeiner x-beliebigen Boygroup entsprungen, ist Patroklos, der Hauptcharakter im Story-Mode von Soul Calibur 5. Was man hier also sieht, ist eine hervorragend gestaltete Stage und flüssige Bewegungsabläufe. Vor allem beim 8-Way-Run-System, welches einem die völlige Bewegungsfreiheit im dreidimensionalen Raum vermittelt. Weiter zur weiblichen Fraktion. Mit Natsu im roten Mini und Pyrrha im unschuldigen Weiß treffen zwei neue weibliche Kämpfer aufeinander. Wer im Story-Mode erfolgreich sein möchte, sollte sich Pyrrhas Move-Liste genauer anschauen, denn man muss mehrfach Kämpfe mit ihr ausfechten. Natsu ist neben Patroklos mein heimlicher Favorit. Bei ihren schnellen Moves kommt wirklich das Gefühl von Dynamik auf. Der andere neue Charakter dürfte zumindest Assassin's Creed-Fans bekannt sein. Es handelt sich um Ezio Auditore di Firenze. Gerade in das Setting und Ambiente von Soul Calibur passt er auf jeden Fall wesentlich besser als die im vierten Teil vorhandenen Darth Vader oder Yoda. Toll sieht auch die Drachenechse Aeon aus. Über das Figurendesign von Soul Calibur kann man wirklich nicht meckern. In der oberen linken Ecke unter der Lifebar steht eine Zahl. Dies zeigt an, wie oft man seinen Supermove einsetzen kann. Je öfter man auf seinen Gegner einkloppt, desto schneller füllt sich die Leiste wieder auf. Und die nächsten Kämpfer sind Xiba und der Werwolf 2. Zumindest stellen sich die Entwickler so einen Werwolf vor. Nicht, dass ich einen weiteren Wolverine-Verschnitt gewollt hätte, aber das Gebotene ist schon eine ziemliche Enttäuschung. Gerade weil das Figurendesign ansonsten so formidabel ist. Geradezu obligatorisch für Soul Calibur sind die Farb- und Lichteffekte bei Schlag- und Trittaktionen, was entweder besonders dynamisch oder kraftvoll wirken soll. Diese Effekte werden mal wieder geradezu inflationär genutzt. Zum Abschluss noch ein Kampf mit meinem Favoriten Patroklos. Wir befinden uns nun im Arcade-Modus, wo wir uns Siegpunkte erkämpfen und Stufen aufsteigen. Wie schon im Story-Modus werden auch hier neue Items, Songs, Stages und weitere Boni freigeschaltet. Im Grunde wird einem im neuesten Soul Calibur altbekanntes an der Prügelfront geboten. Kleine Änderungen wie die Guardbreaker gibt es, machen aber für die Spielmechanik kaum einen Unterschied. Die großen Neuerungen fehlen. Das könnte einigen Fans der Serie zu wenig sein, mir gefällt es dennoch. Woran das liegt, dürfte offensichtlich sein. Das Zauberwort heißt Optik. Die Präsentation von Soul Calibur ist nämlich einfach atemberaubend und da sich zudem eine gute Kampfmechanik hinzugesellt, ist dieses Spiel für zünftige Videospielabende mehr als geeignet. Weitere Previews, Reviews und aktuelle Gaming-News findest du natürlich auf ingame.de.